Rob. Oh, wir sehen wirklich den Bowser und wir sehen auch den Ryu, den ich angekündigt habe. Das Ding ist, ich habe das Matchup nicht wirklich gesehen. Also den einzigen anderen Bowser, den ich aktiv gesehen habe, war Duck Thunder, aber ich habe ihn auch nie gegen den Shoto gesehen. Ja, die Kärntner scheinen generell ziemlich viele Shoto-Spieler haben. Ich habe vorher gegen einen Spieler namens Siki gespielt, der auch ziemlich gut performt hat und auch ein Ryu-Ken-Spieler ist. Da gibt es auch Deyananas, der auch von dort kommt, der spielt halt, soll ich weiß, eher Terry und Kazuya. Oh, das war schön! Einen Spike. Ziemlich schneller Lead von Ryu. Von King Cooper. Ryu sieht man jetzt heutzutage immer und immer mehr, weil am Anfang, also zumindest vor einem Jahr oder so, war es halt so, wieso solltest du Ryu spielen? Spiel einfach kennt. Aber ja, Ryu findet heutzutage immer und immer mehr Verwendung. Ich glaube, es liegt daran, dass Ryu gerne das Beste in Neutral hat. Er hat halt ein sehr, sehr gutes Projektil, nämlich diesen Feuerball, den ich leider nicht aussprechen kann. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Die stärkere Version des Hadoukens auf jeden Fall. Und die kann er auch noch mixen im Tempo. Er kann einen langsamen, einen schnellen oder einen mittelschnellen schießen und kann mit so einem Gegner sehr pressuren, was Ken halt nicht kann. Aber während ich da vor mich hin labere, sehen wir auch schon den Equalizer von Sandro. Ich meine auch, Ken war auch der mehr Combo-focused Character. Ja. Der halt diese Conversions hat und Ryu nicht so ganz, aber dafür macht er auch mehr Damage an sich. Wo beide krank früh killen können. Ja, so ein Shoryuken oder gerade von Ryu so ein Side B kann schneller mal killen. Aber wenn wir von Kill reden, Kill Power hat Bowser natürlich bis Swap hinten. Ja. Also er muss da nur auf den richtigen Moment warten. Das wir haben fast den Shield Break gesehen. Ryu hat auch einen Shield Break, also Sandro muss auf jeden Fall gut aufpassen, bis sein Schild wieder voll regeneriert ist, weil ein Shield Break würde hier auf jeden Fall einen Stop-Loss bedeuten. Das ist auch eine Shoto-Spezialität, dein Shield einfach zerstören. Oh, was für SDI! Entweder was SDI oder Bullshit, aber auf jeden Fall war es sehr solide und Bowser hat jetzt den Lead sogar. Er geht mit dem Suicide, aber es geht nicht. Das wäre, glaube ich, ein Suicide geworden. Ich staune immer wieder, wie stark die Fair... Oh, nein! Da wollte schon davor Air Dodgen, aber Air Dodge Buffer. Das ist wirklich, ich glaube, einer der meist hassenswertesten Dinge für jeden Pro-Spieler. Das war sehr unglücklich. Das ist sehr bitter, nachdem sich Sandro da sehr schön zurückgespielt hat. Und jetzt haben wir ein überraschend ausgeglichenes Game One. Aber ja, wie gesagt, das ist halt Projektil einfach so gut darin. Wow, wir sehen Nairback, er killt beinahe, es hat nicht viel gefehlt. Oh, da war's endlich mal. Wie ich gesagt habe im vorigen Set, Sandro ist so gut im Two-Framen. Er benutzt Bowser's Tool super und hat dann mit dem Firebird noch zweimal den Shoryuken unterbrochen. Und nachdem auch King Koopa sein Timing nicht gemixt hat, er hat in denselben Rhythmus rauf, da konnte Sandro easy seine Faust spielen lassen und sich das Game holen können. Das war ein schöner Two-Frame. Das bin ich auch von Bowser ein bisschen gewohnt. Einfach mit dem F-Tilt Two-Framen. Macht Duck Thunder auch. Das macht Duck Thunder sehr oft. Der trifft es auch unfassbar oft. Ja, Game 2. Sie fackeln nicht lange, sie überlegen auch nicht so lange wie unsere vorigen Contestants. Ja, davor wird noch gewürfelt, wer zuerst anfahren darf, aber nee. Game 2. Es fängt an für King Cooper. Oh, das kann er punishen. Ja, und wie? Dann lässt er ziemlich in die Corner pressuren und kommt jetzt auch gar nicht so leicht weg. Geht er für den Spike? Er wollte. Ja, er wollte. Jumper er weg. Wollte. Ich staune immer wieder. Die Fair von Bowser covert einfach einen Halbkreis. Oh, das wird man gar nicht glauben. Langsam macht doch die Crowd auf, habe ich das Gefühl. Das auch, ich glaube Tatsumaki heißt das. Ja, Tatsumaki noch irgendwie was. Oh, das ist ja. Aber wer braucht Tatsumaki, wenn er Shoryuken hat? King Cooper geht in den Lead, hat trotzdem schon 100%. Tatsumaki kann Sandro sehr gut spielen, weil Tatsumaki bricht immer nach zwei Hits, so viel ich weiß. Also wenn du einen Multi-Hit-Move hast, dann ist Tatsumaki so gut wie immer kaputt. Das ja. Spielt auch immer sehr gut rum. Auch etwas, wo sich Ryu und Ken sehr unterscheiden, weil bei Ken ist es eher ein Combo-Move und bei Ryu ist es ein Kill-Move eigentlich. Ja, bei Ken war es wahrscheinlich so, aber guter Catch mit der Up-Air. Panic-Up-B von King Cooper hat da nicht geholfen, weil Sandro ist cool geblieben, hat geup-airt und hat ausgeglichen. Trotzdem 100% schon fast.
auf Sandro. das war misplaced. Das wollte er eigentlich in die Ledge setzen, aber Absolut. Das ist dann ein Free Kill für King Koopa. Sehr guter Lead von King Koopa da. Aber ab hier auf Shields macht ein bisschen Prozente. Ja, Sandro muss auf jeden Fall ein bisschen besser reinfinden. Oh? Sehen wir? Nein, ich sehe keine Spark. Kein Spark. Noch nicht. Sandro scheint ein bisschen schwächer zu haben reinzukommen. Wenn er mal drin ist, macht er sein Ding, er macht gute Prozente, aber er kommt nicht gut rein. Und lässt sich da einfach zu sehr von den Projektilen oder von den Stray-Hits, die Ryu hat, gut gemacht. Pressuren. Und ja, das war ein solider Two-Stop. Sah ganz anders aus als das erste Game. Und wir sehen ein ausgeglichenes Game 2. Ja. Also wir sehen ein Win auf beiden Seiten und somit ein sehr wichtiges Game 3. Wie gesagt, wie ich vorher schon erwähnt habe, wer auch immer da gewinnt, hat den Setpunkt. Und gleichzeitig sollte es zu einem Best of 5 kommen, hat der dieses Set gewinnt, den Counterpick im letzten Game, was auch sehr wichtig sein kann. Wir sehen Carlos, keine Plattform in der Mitte für Bowser zum früher Side-Big-Healen. Dafür kann Bowser die Spikes tacken an der Wand. Ich glaube, das ist etwas, was er sehr vom Vorteil sieht. Ja. Aber ja, Game 3 sehr, sehr ausgeglichen insgesamt. Und es fängt schon mal gut an. Und das war... The Whirling Fortress. Oh, ein Trump. Wow, tolle Pressure von King Koopa. Let's Jump habe ich auch nicht so oft gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Charakter an sich dann auch sofort killen können, weil was ich zum Beispiel kenne ist, ich glaube es war mit dem Swordy Scanner halt Ledge Jump dann Back Air. Ich weiß nicht ganz, wie viele Charakter dann wirklich das ausnutzen können. Und ob Ryu einer davon ist. Ah, die Flamme ist so fies. Ja, das ist echt böse, weil die unterbrechen auch schon Ryu immer. Und zwar, wenn King Koopa da Mash nicht aufpasst, kann er da leicht sterben. Oh, das war ein bitter am nächsten gut. Ja. Da haben wir plötzlich wieder Sandra im Lied. Ja, das kann sich ändern, wie zum Beispiel jetzt. Ja. Oh, das geht noch nicht. Bowser ist so schwer, das ist unglaublich. Schwerster Charakter im Spiel. Aber jetzt. Oh, das war eine sehr ambitionierte Get-Up-Attack, die Sandro den Stock kostet. Da muss man aufpassen, weil Auto-Turnaround ist da so viel. Oh, da hätte er gepanickt und wäre gejumpt, dann hätte das bitter aussehen können. Aber Sandro hat da gut reagiert mit dem Abi. Aber plötzlich wieder sehr ausgeglichen. Sehr, sehr ausgeglichen das Game. Oh, sehr schöner Drift von der Down-Air. Und den so mit Shield pressuren und gleichzeitig weg von der Plattform landen, um nicht selbst gepunished zu werden. Oh, geben sich erstmal Platz und da ist der Spike! Aber wenn du ihn. Du kannst zwar Chaos picken, aber wenn du so getroffen wirst, dann kannst du auch nicht tacken, du bist tot. Ja, gerade die diagonalen Hits, die Shoto-Charaktere haben. Oh! Da war jetzt nur das richtige Timeout gewartet und King Koopa potenziell tot gewesen. Er ist wieder gekillt auf jeden Fall. Was ich auch vorhin sagen wollte, gegen Ryu, du kennst, darfst an der Ledge eigentlich nicht rollen, wenn er am Boden steht, weil wegen Auto-Turnaround der Fall ist. Lässt da den Spieler schneller agieren als viele andere. Aktuell wollen beide nicht so wirklich getroffen werden. Ja, das ist der King Koopa noch. Oh, das könnte Sandro punishen, aber zu viel Endlack. Das war's. Ja, das war's. Ich war mir jetzt unsicher, ob das nicht das Stock gewesen wäre, wenn ich auf der Plattform gelandet wäre, aber das reicht. Oh, das sind 5%, das sind gleich mal 30%. Jetzt ist es komplett even, auch wenn es 70% Unterschied sind. Es ist komplett even. Oh, da wollte für den Side-B gehen. Oh, schöne B-Reverse. Kann auch schwer gepunished werden. Er darf jetzt nicht, Sound darf jetzt nicht vom Tilt fangen. Oh, der Footstool! King Koopa wird nervös und die Crowd wacht auf und ist für ihren Homeboy Sandro. Ah, beide sind nervös. Man sieht, beide wollen nicht zu viel committen, weil das kostet hier das Spiel, wenn man hier overcommittet. Schönes Landing F-Tilt. Ja, Sandro will sich nicht. Koopa, wow, sehr gut, evade. Oh! Wollte eigentlich gerade sagen, ja, da wollte er sich nicht fangen lassen, den Tilt, weil ja, das ist tödlich.
die Shoto so gut darin, Tech Chase in Kill zu verwandeln mit ihren Moves. Und damit gehört King Koopa das Game Nummer 3. Ja, somit Setpunkt für King Koopa. Kann er sich das letzte Game holen? Santo anscheinend zufrieden mit der Stage-Wahl, geht zurück auf Carlos. Bin gespannt, ob er eine andere, etwas sichtlich verändern kann. Es war ja an sich relativ knapp. Ah, er überlegt, ob er in Cloud gehen soll. Ah, will er oder will er nicht? Das Ding ist mit Counterpicks. Okay, er bleibt bei Bowser. Das war eine kleine Anspielung auf Sandros legendären Kazuya in Game 4. Und da kommt die Crowd für Sandro. Er will es umdrehen, aber er hat einen ziemlich steilen Berg, den er da erklimmen muss. Ja, auf jeden Fall. Das sah zwar knapp aus, aber ich würde sagen, insgesamt kann man schon sagen, dass King Koopa die Edge hatte, weil er hat vorhin gegen auch Estid, das habe ich vergessen. Ja. Dennoch, Santo, ein Spieler, der Nerv aus Stahl hat und ich glaube, mit den richtigen Mitteln kann er sich das vierte Game holen. Oh, guter Parry. Rein aus Zuschauersicht hoffe ich auf ein Game 5, weil wir haben dann mehr zu sehen und mehr zu kommentieren. Oh, er macht weiter. Er hofft darauf, dass er Shield loslässt, aber er lässt auch dann im Endeffekt los. Und Santo hat echt Probleme reinzukommen. Ja. Das ist so das größte Problem, das Santo hat, weil wenn er mal drin ist, wie man sieht, das hast du mal ja, Fokus. Der Fokus-Attack ist einfach zu gut darin, einzelne Hits zu stoppen. Multi-Hits gehen durch, es hält nur einen Angriff ab, aber Bowser hat halt keine Multi-Hit-Aerial. Oh, das war ein Read. Wow. Er hat auf den Neutral-Getup gehofft und da gibt es erstmal Bowser Faust ins Maul. Der Fistbump, wie die Crowd ihn genannt hat. Der Fistbump, nun falsch. Ich dachte, wir sehen da ein ST, aber nein. Da gab es noch keinen Kill. Ich hätte mir jetzt was im Shoyu rauskommt. Was für ein Ledge Trump. Wow. Oh, ja. Ledge Trump into Regrab Punish. Sehr schön, King Koopa. Ja, da hatte Sandro keine Chance mehr. Nach dem zweiten Grab keine Visibility mehr. Man merkt, Sandro ist nervös, weil sowas misst er mal nicht. Die Upthrow Pull-Up ist auf jeden Fall ein 50-50, auf das man reagieren kann. Ob Forward Air oder Neutral Air connected. Aber das hat Sandro gemiss. Sehr untypisch, das zu sehen. Die Approach ist nicht so safe von Sandro. Jedes Mal, wenn er da irgendwas gegen Shield setzt, kann King Koopa das sofort punishen. Das ist vor allem gegen die Shots eigentlich so extrem wichtig, dass man safe approachen kann. Ich sag zwar Nerven aus Stahl, aber man sieht auf jeden Fall, Sandro ist nervös. Guter Tag, aber es geht doch nicht. Er will hingehen. Oh, kein Tag, aber das überlebt er noch. Nein, das war's. Er hat einen Jump. Der Jump war gone und damit geht Sandro in Führung und ja, die Wiener sind definitiv lauter als die Kärntner, kann man sagen. Wir hatten jetzt nicht nur im Fußball laut, sondern auch jetzt hier in der Venue. Das war eine sehr riskante Zeit. Die King Koopa konnte nicht punishen, aber das war gefährlich. Oh, guter Parry, aber das wird viel. Das oh, war das war jetzt weh. Ja. Oh, die Tech-All ist so schlecht von Bowser. Er kann einfach durchhalten mit der Seite. Er kann einfach durchhalten und connect trotzdem. War noch kein Kill, weil es mich weiter auf die andere Richtung gegangen ist. Was ist das Dog? 50% nur, das ist nicht so ein guter Lead. Ich meine, sehr guter Lead, aber. Ja, Sandro macht weiter, da wo er aufgehört hat, das Feuer. Sehen wir einen Two-Frame? Nein, wir sehen keinen Two-Frame. Kommt das zurück auf die Stage? Ja. Sandro committed zu hart mit Abi. Er lässt jetzt einen Corner, aber kann nicht so recht den Weg hineinfinden. Schwierig. Es ist eng. King Koopa spielt jetzt immer sehr safe. Oh, das ist ein harter Punish. Jedes Mal, wenn Sandro versucht, sowas zu connecten, er kassiert so viel. Du darfst das Bowser gegen die Shotos echt nichts daneben setzen, weil die können fast alles punishen. Da kommt die Sandy! Das connectet! Nein, doch nicht! Knapp nicht. Das ist nämlich super, weil das gewinnt halt den Fokus. Ja, da kommt der Two-Frame! Die Leute flippen aus. Und wir sehen ein Game 5, jawoll. Egal ob ich biased bin oder nicht, ich will einfach mehr Games sehen und ich freue mich über ein Game 5. Und da jetzt die Crowd auch laut ist, werden wir jetzt hoffentlich auch eine gute Stimmung erleben. Wir gehen auf Pokémon Stadium 2 und das wird jetzt spannend. Sehen wir einen anderen Charakter? Ich glaube nicht. Ich glaube, beide bleiben bei Bowser und bei Ryu respektive. Ich glaube nicht. Es hat alles funktioniert. Es war
sehr eng zwischen beiden. Game 1, ziemlich klar Sandro. Game 2, ziemlich klar King Cooper. Und Game 3 und 4 waren beide. Oh, wir sind doch ein Switch. Ja. Game 3 und 4 waren sehr knapp. Und wir sehen jetzt, ob der Ken der geheime Pick ist, der jetzt hilft. Oder ob das wieder ein Fehler ist von King Cooper und Sandro sich behaupten kann. Gegen so einen massiven Charakter wie Bowser ist Ken vielleicht sogar die beste Wahl. Mal sehen. Er kann auf jeden Fall mehr aus den Openings rausholen, wie wir gesagt haben vorhin. Hat Sandro auf jeden Fall Struggles gehabt, reinzukommen. Und wenn man jedes Mal gepunished wird, wenn man reinkommen möchte, dann ist natürlich so ein Combo-Charakter. Der muss entweder lässt er los oder er muss vor der Schiebung. Ich glaube auch, dass, ganz ehrlich, dass Sandro mehr Match-Erfahrung gegen Ken hat, weil ein Seite war die Michi, ein Shoto-Spieler aus Wien, sehr konsistent in Top 8 oder Top 16 in den Weeklies. Da haben Sandro und die Michi sehr oft gegeneinander gespielt. Ja, mal sehen. Momentan hat er auf jeden Fall ein Lead, aber auf Bowser ist halt immer die Frage, das wird der Kill gewesen sein. No! Shoyuk geht daneben! Aber viele der Interactions an das Ledge. Kommt die Forward, ja, er will ihn catchen und das Shoyuk, aber in der Luft, ja. Nur glaube ich nicht so effektiv. Hätte er gekillt, wäre es onstage gewesen oder sowas, genau auf Meeresspiegel sozusagen. Oh, die Plattform, du müsst putzen mit der Plattform, wäre es der Kill gewesen. Oh, das ist der Kill. Das war's. Nein, er hat die Plattform gemisst. Ah, bitte. Ich dachte, das ist sogar ohne Plattform. Oh, Regret. Oh, wieder. Das war der Regret. Du kannst gegen Sandro keinen Regret machen, weil Sandro ist so gut darin, an der Ledge zu treffen mit seinem Down-Angled F-Tilt. Hier geht er für Cheese. Er geht für Cheese. Ist er offstage und wer will einen Chris Crossen Ken haben? Das ist das Gemeine, nämlich, wenn du... Oh, was für die Ei. Wenn du nämlich Bowser nicht free und du killst, Bowser kann halt lange leben. Das ist natürlich bitter, wenn du da Schaden kassierst. Ja, Bowser profitiert nur, wenn er mehr Prozent hat. Und die Crowd flippt sogar aus, allein wenn nur ein bisschen Feuer trifft. Das Prozent. Oh, das tut weh. Das wird jetzt sehr ausgeglichen. Nicht die zweite Box, aber er kommt noch hoch. Ich dachte, der Sauer Spot getroffen. Sehr bitter. Ah, die schlechte Tech Roll wieder. Ja, und das war's. Und plötzlich gleicht er wieder aus. Bitter, bitter. Geht auch. Für auf. Sandro und die Google sich freuen. Oh! Ich hätte mir gerade gedacht, aber er kann, wenn die Flamme... Ich dachte auch nicht, dass er rechtzeitig schießen kann, wenn ich ehrlich bin. Wenn die Flamme draußen ist, er kann nicht einfach auf den Schirm damit vorwärts. Das war's. Das ist doch diesmal... Nein! Nicht. Mit mehr Rage... Oh. Weiß auf jeden Fall, wie das die ein muss. Und... Das war eigentlich ein garantiertes Follow-up, wenn man das richtig macht, weil es covert alle Optionen, nämlich wirklich alle. Oh, da hat er ihn losgelassen. Oh, das schmerzt. Das tut wirklich weh. Oh, die Back hier! Wow! Und wir sehen Last Game, Last Stock. Mit Bowser ist es niemals vorbei. Es ist niemals vorbei. Shoyuken, das war der Medien-Shoyuken, der Aerial, der besonders stark ist in der Luft. Oh, das könnte sein. Das hat ihn crossed. Nein! Das ist wirklich in falsche Richtung. Er hat ihn gecrossed, ja. Er hätte ihn wahrscheinlich die Eimis gekillt. Oh, die Tech-Roll ist so schlecht. Ich staune jedes Mal, wie Bowser-Spieler überhaupt klarkommen damit. Oh, und wir sehen angespannte Stimmung in der Crowd. Oh, die Spieler sind nervös. Oh, Side B. Oh ne, der hat volle Prozente. Oh, er geht! Der geht ganz tief! Er geht ganz tief! Das war's! Mach was aus! Sandro klatscht es! Mit dem Comeback! Sandro klatscht es und die Crowd freut sich! Sandro holt sich den Win! Bitter für King Cooper! Umso schöner für die Wiener Community. Wiener vor allem. Für die Wiener Community. Wir sehen, Sandro beweist sich und ist somit in Top 6. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Diese Vorher-Edgeguards, die hat er bis davor nicht gesehen, aber jetzt...